Also in unserem Projekt Kleinstwasserkraftwerk mit Weltenverbinde geht es vorwiegend darum, Wasserkraft einmal neu zu denken. Nicht immer groß, nicht immer in Megawatt, sondern auch im Kleinen zu denken. Und eben, dass die Wasserkraft auch mobil sein kann und dass sie nicht ortsgebunden sein muss. Also die Idee ist entstanden, nachdem wir erfahren haben, dass wir eine Diplomarbeit ausarbeiten müssen. Und danach haben wir uns eben zusammengesetzt und haben diverse Szenarien durchdiskutiert. Und dann sind wir eben auf das Thema Strom gekommen. Und dann haben wir uns gefragt, können wir Strom selbst im kleinen Rahmen produzieren? Ja, mit dem Preisgeld. Also sehr schön, dass wir ein Preisgeld bekommen haben. In erster Linie, unser Projekt hat uns ja auch etwas gekostet natürlich. Und wir sehen das jetzt als kleines Zucker, das wir dann für uns selbst aufteilen werden, jeweils zu gleichen Teilen.